Hallo und herzlich willkommen zu The Curious Expedition Rivals. Nachdem ich das Spiel The Curious Expedition schon lange Zeit beim YouTuber Steinwallen verfolgt habe, war ich sehr froh darüber, dass es jetzt hier mit einer Beta-Version, muss man dazu sagen, ein Browser-Game gibt, was kostenlos nutzbar ist. Und jetzt habe ich gedacht, fange ich doch direkt mal an. Dann mache ich hier eine Art Testvideo mal mit euch zusammen und teste dieses Spiel aus. Wir sind jetzt hier bei unserem Außenposten gestartet. Anscheinend konnten wir noch keinen Charakter ganz am Anfang selbst uns aussuchen. Deswegen haben wir jetzt hier Yerusha, Sergeant Jacob Neild und Mr. Atkey als mit Tragekraft. Das sind unsere Anfangsressourcen. Ein bisschen Munition ist dabei, ein bisschen Schokolade. Ich würde sagen, dann gehen wir doch mal direkt los und versuchen hier zum ersten Fragezeichen zu kommen. Wir müssen hier erstmal über Wasser laufen. So, was haben wir hier gefunden? Eine Handelskarawane. Da sprechen wir doch mal den Händler an. So, was können wir denn handeln? Okay, ja, das Problem ist, wir haben natürlich nichts, was ihn wahrscheinlich interessiert. Eine Fackel. Ja, Munition wäre recht sinnvoll. Muschel, diese bunten Murmeln nur, wenn wir Indianer finden. Das ist alles sehr teuer. Konserven für den Notfall. Ne, wir lassen das mal. Wir gehen mal weiter. Und ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Die sitzt auf einmal so laut. So. Okay. Dann gehen wir doch mal jetzt hier unten hin. Oh, ein Schrein. Den können wir direkt mal erkunden. Ah, verdammt. Der Eingang zum Schrein war leider schon zerstört. Da war schon jemand vor uns. So, hier können wir ein bisschen schauen. Wir können hier übrigens auch raus scrollen. Das kann ich euch hier gerade mal zeigen. Ich kann mal ganz raus scrollen. Hier, das ist die ganze Karte, von der man jetzt hier aber nicht viel sieht, weil das noch nicht so geladen hat. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen näher ran. Und gehen vielleicht als nächstes mal hier oben hin. Diese unentdeckte Region. Das ist natürlich alles ein Pixel-Game. Das seht ihr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das vielleicht noch schärfer stellen könnte. Muss man mal gucken. So, wir haben jetzt hier einen Steinüberhang gefunden. Da kann man doch bestimmt schlafen. Da übernachten wir mal. Die Luft war klar und kühl, als wir das Lagerfeuer aufbauten. Was ist Stärke? Was ist Kraft? Wie konnte man Dominanz messen? Sergeant Jacob Neild nahm meine philosophischen Ausführungen sehr wörtlich. Ui, und forderte mich zum Tauziehen heraus. Tja, ich würde sagen, wir nehmen die Herausforderung an. Verdammt. Ich glaube, wir haben versagt. Oder können wir... Nee, wir haben versagt. Wie gesagt, mein Interesse galt stärker auf einer philosophischen Ebene. Ich wurde zum Narren gehalten. Sein hämisches Grinsen über diesen unbedeutenden Sieg war mir unangenehm. Ja, da hat sich jetzt die Loyalität verschlechtert. Und wir rasten hier erst einmal und regenerieren unsere Gesundheit. Nach einigen Tagen der Ruhe bereiteten wir uns auf unsere Abreise vor. Das felsige Dach über unseren Köpfen hatte diesen Ort zu einem perfekten Rastplatz gemacht. Und die Musik irgendwie wird sie immer lauter gefühlt. So. Aber wir könnten hier theoretisch nochmal übernachten, aber ich will jetzt hier erst nochmal weiterschauen. Oh, hier müssen wir aufpassen, hier ist Gefahr. Ich würde aber gern schauen, was hier ist. Wir gehen mal hier hin. Dann können wir uns auch noch die Schmetterlinge schnappen. Wir müssen nur aufpassen, dass jetzt hier nicht die Hyäne kommt. Nee, alles ist gut. Neues Pack, Arctic Pack, haben wir bekommen. Neild, glorreiche Harmlosfalter. Okay. Und wir haben einen Schrein, der leider aber auch schon zerstört ist. Schade. Ja, ich habe ein bisschen Respekt davor, hier bei der Hyäne vorbeizumarschieren. Tja, aber wohin könnten wir sonst? Kommen wir hier runter? Nee, wir müssen da echt an der Hyäne vorbei. Ah, oh, das ist gefährlich. Wir können uns die Upgrades machen. Kampfwille. Tragekapazität, die Loyalität ist leider hier sehr gering. Geistige Gesundheit durch Kampf. Okay. Und wir haben anscheinend keine spezielle Fähigkeit.
dann werden wir einfach mal Jacob Neild befördern. Das gibt auch einen Loyalitätsbonus. Das war, glaube ich, jetzt ganz gut. Okay. Hier läuft auch jemand anderes übrigens gerade vorbei. Gnüllefährt. Wir könnten natürlich auch versuchen, hier Richtung Norden einfach zu marschieren, aber da ist sehr viel Wüste. Nee, ich würde sagen, wir wagen es. Versuchen hier an der Hyäne vorbeizukommen. Ist natürlich alles sehr riskant. Wir hoffen. Ja, die Hyäne bleibt ruhig. Perfekt. Wir kommen hier weiter. Schon wieder zu einer Handelskarawane. Ich glaube, das bringt uns nicht sehr viel. Deswegen reisen wir hier einmal weiter. Und langsam müssen wir auf unsere Gesundheit achten. Ein Elefantenfriedhof. Dann nehme ich jetzt erstmal ein bisschen Schokolade zu mir. Und anscheinend kann ich befördert werden. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt, wenn wir hier Yerusha befördern. Wir erkunden erstmal den Elefantenfriedhof. Dieser trostlose und unheilvolle Ort befand sich inmitten eines Sumpfes und die Überreste längst verstorbener Elefanten lagen überall verstreut. Aus unerfindlichen Gründen waren Generationen dieser majestätischen Tiere hierher gekommen, um zu sterben. Dieses Areal war voller Tierspuren. Ich musste weiterziehen und damit rechnen, als vorzügliches Abendessen zu enden. Oha. Wir durchsuchen das Gebiet. Mein Instinkt sagte mir, dass wir hier etwas Wertvolles entdecken würden. Wir bildeten kleine Gruppen und durchkämmten die Gegend. Nun, wir sind drei Leute. So viele Gruppen können das nicht gewesen sein. Ah, ein Stoßzahn. Alles nehmen. Als wir aufbrachen, wurde uns bewusst, dass unsere Anwesenheit neugierige Wildtiere anlockte. Oha. Da sind sie. Die Hyänen. Sehen wir hier, wie stark die sind? Aggressionschance 50%. Ich sehe aber nicht, wie viele Hyänen das sind. Aber ich glaube, wir sollten angreifen. Das ist besser, wie wenn die uns angreifen. Oha, werden wir vielleicht jetzt schon sterben? Ich hoffe nicht. Eine Hyäne. Okay, das sollten wir noch hinbekommen. Brauchen wir da extra Munition? Ich will die unbedingt nicht verlieren. Ja, doch. Ich pack mal eine extra Munition dazu. Oh, hier. Gegenschlag hört sich sehr gut an. Was gibt's noch? Taktischer Vorteil. Ne, wir nehmen den Gegenschlag. Schaden 2, Schild 2. Gegenschlag. Zack. Und jetzt haben wir schon mal ein Schild. Das ist gut. Die Frage ist, lohnt sich hier das zu sichern? Ah, Keep. Perfekt. Dann rolle ich hier nochmal. Kopfstoß, das macht leider nur einen Schaden. Aber der Gegner ist benommen, dann machen wir das doch. Ich hoffe mal, er ist benommen. Ja, scheinbar. Ach so, ich muss die Runde beenden. Ja, er ist benommen, deswegen perfekt, haben wir alles richtig gemacht. Ich glaube, jetzt brauchen wir keine Munition mehr, hoffentlich. Er hatte immer noch drei Lebenspunkte. Wir versuchen das jetzt mal so. Und würfeln. Taktischer Vorteil, ein Schild. Nee, ich glaube, ich will nochmal neu würfeln. Nein, nicht, ich will den nicht keep. Ich will nochmal, kann ich hier einmal neu würfeln? Ah, treten, Schaden 3, das machen wir. Dann haben wir ihn erledigt. Sehr gut. Ruf haben wir dadurch leider verloren, aber 15 geistige Gesundheit durch unseren Sergeant Jacob Neild haben wir dazu gewonnen. Und wir können uns Gegenstände ansehen, das nehmen wir einfach alles mit. Zack. Rohes Fleisch, können wir das irgendwie, können wir wohl nicht kochen. Aber wir können jetzt mal zur Handelskarawane gehen und dort ein bisschen handeln. Mit den Sachen, die wir jetzt hier gefunden haben. Da geht wieder die Musik los. So, was. Ui, das sind aber uninteressante Sachen. Wasser ist auch relativ teuer. Hier gibt es ein paar Coca-Blätter, die vielleicht interessant sind. Ui, das gibt ordentlich Geld hier. Oh, plus 50, das gibt noch mehr. Das würde auch nur 2 Ruhm geben. Ich glaube, das lohnt sich. Dann nehmen wir hier vielleicht. Ja, ich finde hier die Schatzkarten. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wir nehmen mal ein paar Coca-Blätter mit.
Und hoffen mal, dass wir nicht durch Wüste kommen. Aber ich glaube, ein paar Koka-Blätter kann man da immer gebrauchen. Der Kaufmann schien unserer möglichen Rückkehr erwartungsvoll entgegenzublicken. Würden die zufriedenen Kunden als gescheiterte Expedition zurückkehren, um ihnen seine Waren zu erleichtern? Ach was, sind wir jetzt überladen? Tja. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Wie viel die Koka-Blätter, wie viel bringen die uns? Ja, toll, jetzt haben wir direkt einen Pyromanen. Jacob Neal begann sich seltsam zu verhalten. Ja, ganz toll, der wird jetzt alles in Brand setzen. Dann ist es jetzt auch schon egal, dann essen wir jetzt alles. Und jetzt ist er auch noch paranoid. Ja, okay, das war dann doch kein allzu guter Handel, muss ich gestehen. So. Ah, hier ist wieder eine Hyäne. Ich bin mir gar nicht sicher, sollten wir hier mit unserem, was wir hier gefunden haben, am besten schon wieder zurückkehren. Da unten kommen wir auch von da. Ja, wir kommen hier auch durch. Könnten wir versuchen. Ah, hier ist die Hyäne im Weg. Dann können wir dieses Fragezeichen nicht mitnehmen. Ich will aber unbedingt hier wieder heimkehren. Hier unten ist noch ein Fragezeichen. Dann würde ich sagen, reisen wir einfach mal dorthin. Da. Eine neue Region haben wir entdeckt. Andere Spieler sind natürlich auch gleichzeitig am Erkunden neuer Regionen. So, was haben wir hier? Skulptur eines Gesichts. Wir haben leider nicht mehr viel Platz. Notfalls wird halt das rohe Fleisch weggeworfen. Das würde, glaube ich, nur Ärger machen. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier die Dame zu befördern. Wir machen es mal. Ui! Ah, jetzt können wir uns aussuchen, was man da nimmt. Verstehe. Erlaubt das Anfertigen von anthropologischen Studien. Erhöhter Sprengungsradius von Dynamit. Na, keine Ahnung wie, aber eine Figur mit dieser Fähigkeit findet alle paar Tage einen zusätzlichen Munitionsvorrat. Das ist sehr sinnvoll. Munitionssammler, sehr schön. Eine interessante Dame. Okay, dann untersuchen wir hier mal. So, ich untersuchte die mysteriöse, von Menschenhand geschaffene, aus Granit gefertigte Skulptur. Die sorgfältig ausgearbeiteten Augen schienen uns zu beobachten. Wir fühlten uns in ihrer Anwesenheit unwohl und wir beschlossen, möglichst bald weiterzureisen. Ich sah mir ein paar Gegenstände am Fuße der Statue an. Sie mussten von den Einwohnern dieser Region dort abgelegt worden sein. Das könnte uns natürlich negativen Ruf verschaffen. Kann man das doppelt nehmen? Ja, sehr gut. Gut, dann werden wir einfach hier direkt das... Obwohl, nee, wir nehmen einfach dann die Schokolade. Also wir nehmen alles. Das, ui, verschlechtert uns auf minus 3 Ruf dann. Wir nahmen uns von den Opfergaben, was unserer Expedition dienlich sein würde. Als wir uns auf den Weg machten, sahen wir, wie eine dichte Rauchwolke hinter uns aufstieg. Bevor wir wussten, was geschehen war, wütete bereits ein gewaltiges Feuer. Ich vermutete, dass Sergeant Jacob Neal dafür verantwortlich war. Ah, da unten brennt es schon. Wir essen jetzt erstmal die Schokolade. Müssen jetzt hier einmal schnell nach Norden, weg vom Feuer sowieso. Und dann hoffen wir, dass wir dann wieder noch zu unserem Lager hinkommen. Das sollte aber eigentlich perfekt klappen. Ui, das Feuer breitet sich schnell aus. Und wir haben ein neues Paket. So, hier, der Schrein. Der Eingang zum Schrein war zerstört und unter dem tonnenschweren Gewicht... Ah, schon wieder ein Schrein, der hier zerstört war. Schade. Schade, schade. Aber wir haben einiges hier gefunden. Jetzt ist die Frage, sollten wir es nochmal wagen? Also wie lange brauchen wir hier hin? 25. Ja, das heißt, wir würden es wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn wir dorthin gehen, bräuchten wir dann nochmal 50 zurück. Keine Chance. Nee. Wir könnten... Nee, wir müssen... Wenn wir dorthin wollen, müssen wir dann hier diesen Weg zurücklaufen. Nur für den Schmetterling 26. Dann wären wir bei 51 geistiger Gesundheit. Tja, das könnte knapp gut gehen. Das könnte knapp gut gehen. Wollen wir hier den Schmetterling noch einpacken? Kommt. Trockenland. 26. Ja, 23, aber dann wären wir leider nicht dort, wo wir hin wollten. Nee. Wir versuchen jetzt hier den Schmetterling noch einzupacken.
Und dann werden wir es ganz knapp hoffentlich. Ach, ich habe das Feuer vergessen. Haha. Hoffentlich bleibt das Feuer mal da, wo es ist. Wir haben auf jeden Fall noch eine neue Region entdeckt und den Sergeant Friedrich Listiger Schmetterling. Okay. So, jetzt müssen wir aber unbedingt zurück. Oh, ich habe das ein bisschen zu sehr unterschätzt, oder? Verdammt. Ja, ich habe es tatsächlich unterschätzt. Ach, herrje. Das war jetzt natürlich ein Fehler. Jetzt müssen wir auf eigenes Risiko reisen. Ah, ich dachte, ich hätte das so ausgerechnet, dass es klappt. So, jetzt wird es schon gefährlich. Da wird wahrscheinlich gleich was passieren. Kurz vorher ist was passiert. Entzündete Wunde bei Sergeant Jacob Neild. Der trat in eine Speerfalle. Sie schien frisch ausgelegt worden zu sein. Ja, jetzt müssen wir es doch. Jetzt haben wir es doch gleich geschafft. Komm. Einmal in den Außenposten gehen. Dort kriegen wir wieder geistige Gesundheit. Aber wahrscheinlich hätte ich erst in den Außenposten gehen sollen. Das habe ich ganz vergessen, dass man hier geistige Gesundheit bekommt. So. Deliver Treasures. Das ist jetzt, glaube ich, das, wo man Ruhm bekommt. Ist die Frage, wie viel Ruhm sinnvoll ist und wie viel wir als Gold nutzen sollten. Ich werde mal hier einen abgeben. 50 Ruhm haben wir dadurch bekommen. Und dann können wir hier noch. Was sind denn Sick Bay? Ah, wir können jetzt hier die alle noch behandeln. Ah, das kostet. Ui, das ist aber richtig teuer. Das ist aber richtig teuer, hier den zu heilen. Von all seinen markierte Munition. Wieso haben wir eine markierte? Ach so, das ist die, die wir sammeln. Wahrscheinlich würde es. Doch, wir könnten den heilen. Dann hätten wir aber kein Geld mehr, keine Ausrüstung. Okay. Wir schauen nochmal, was es hier sonst an Möglichkeiten gibt. Ja, wir können natürlich noch Ausrüstung kaufen, aber keine Gefährten mehr. Alles klar. Tja, Whisky brauchen wir dann eigentlich schon. Und allein das ist schon zu teuer. Dann können wir hier unseren Sergeant, glaube ich, nicht heilen. Sondern kaufen uns lieber gut ein. Ach doch, wir nehmen hier einen Verbandskasten einfach mal. Der ist billig, der müsste ihn hoffentlich von all seinen Leiden heilen können. So, und dann hätte ich gerne noch. Seil haben wir noch ein bisschen. Zwei Macheten vielleicht. Ah, das ist zu viel. Tja, eine Machete. Fackeln haben wir noch. Leere Leinwand. Dann handeln wir das mal. So, wir werden Wasser auffüllen. Dann sind wir eigentlich schon voll. Dann können wir hier sozusagen dann weiter marschieren in die östliche Richtung. Was ist hier eigentlich? Ist Yerusha auch? Ach so, überladen. Ja, das ist uns bekannt. Wir werden jetzt den Verbandskasten verwenden und gleich mal für Sergeant Jacob Neal. Ach, das war aber jetzt nur für die Wunde. Schade. Ich dachte, da gehen vielleicht noch seine anderen Probleme weg. Immerhin hat er jetzt keine Wunde mehr, aber er ist immer noch ein Pyroman und ein paranoid. Das wird uns große Probleme verschaffen. Am besten bräuchten wir jetzt so einen Schamanen oder was ähnliches. So, wir können hier Richtung Osten. Hier ist ein Tiger, das heißt, wir gehen vielleicht lieber hier oben hin. 45, 44, wir gehen mal hier oben hin. Das dauert leider schon eine ganze Zeit, bis wir dorthin kommen. Ein weiterer Schrein, der wahrscheinlich wieder zerstört wurde, ja. Keine Überraschung. Wir haben aber wieder Munition gefunden, das ist gut. Es könnte jederzeit halt hier zum Feuer kommen, das ist das Problem. Wir reisen einmal da zu der Höhle hin. Ah, ein Wasserfall. Da können wir uns regenerieren, glaube ich. Können noch mal ein bisschen Wasser auffüllen und dort übernachten. In dieser Nacht konnten wir das Geräusch von Trommeln von irgendwo tief im Dschungel hören. Ich gehe mal davon aus, der wird hier wieder als Pyromane Feuer legen und unser Ruf hat sich über die Zeit wieder etwas verbessert. Als wir uns für die Abreise fertig machten, vermissten wir bereits das friedliche Rauschen des herabfließenden Wassers. Die natürliche Schönheit dieses Ortes war bezaubernd. Sehr schön. Ja, er hat natürlich wieder ein Feuer gelegt, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Das versperrt uns leider den Weg gerade.
Ich würde jetzt ungern da durchmarschieren wollen. So, wie kann ich das hier machen mit STRG? Ja, da kann ich solche Pinnennadeln setzen. Ich wollte eigentlich erstmal schauen, wo wir noch hingehen. Einfach nach Süden. Ja, Norden ist jetzt schon. Obwohl, wir könnten auch versuchen, einfach hier nach Norden. Aber da ist nur ein. Gut, hier sind noch zwei Fragezeichen. Ja, vielleicht reisen wir tatsächlich nach Norden lieber. Ne, der Süden ist schon weit entfernt. Wir gehen mal lieber nach Norden. So, aber wie mache ich jetzt diese Pinnnadeln wieder weg? Das ist jetzt das Problem. Ah, so, perfekt. Dann, hier kommen wir eh nicht hin. Dann gehen wir doch mal direkt dorthin. Jawohl. Reisen wir gen Norden mit unserer kleinen Expedition. Eine Hütte, die betreten wir mal. Wir betraten eine geheimnisvolle kleine Hütte. Der Geruch von altem feuchten Holz hing in der Luft und allerhand getrockneten Kräutern und andere wunderliche Dinge. Ein einheimischer Schamane näherte sich uns. Oh, ja, der könnte uns vielleicht helfen. Handeln? Wir schauen erstmal, was er handeln kann. So, was haben wir hier? Erhöht die Tragekapazität. Sichtweite erhöht. Ja, heilende Wirkung. Der rote Pilz. Da ist jetzt die Frage, heilt der rote Pilz auch die Leiden, die uns erfreut hat? Probleme und Sorgen werden unterdrückt, aber nur kurzzeitig. Und hier, der grüne Pilz lindert allerlei Leiden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da einer der beiden Pilze helfen würde. Was bringt denn ein Seelenritual? Ah, genau. Das Seelenritual, da versprach er, dass sein Patient nach dem Ritual von jeglichen Krankheiten des Geistes befreit sein würde. Das ist ja das, was wir eigentlich für unseren Sergeant Jacob Neal brauchen. Und so teuer ist es auch nicht. Das rohe Fleisch können wir mal verkaufen. Ah, okay, das ist richtige Munition. Diese Extra-Munition, die dürfte aber genauso gut sein. Dann nehmen wir hier einfach mal das. Ich gehe mal nicht davon aus, nee. Dann machen wir das so, handeln und hoffentlich kann der unseren Sergeant heilen. Dafür verkaufen wir jetzt unsere Munition. Der Schamane schnappte sich die dargebotenen Güter und fragte dann, wen er behandeln solle. Bitte Sergeant Jacob Neal reinwaschen. Der Schamane begann im Kreis zu tanzen, er schien mit den Göttern in Verbindung zu stehen. Als er kurze Zeit darauf wieder zur Ruhe kam, halfen wir Sergeant Jacob Neal auf die Beine. Ja, hat das jetzt geklappt? Ja, tatsächlich. Er ist geheilt. Ja, wunderbar. Dann war das ja die perfekte Reise in den Norden. Ausgezeichnet. Dann gehen wir als nächstes mal dorthin zum nächsten Fragezeichen. Wir haben schon wieder eine markierte Munition gefunden. Herrlich, herrlich, herrlich. Hier, die Region wurde von Leonard 76 entdeckt. Wir haben leider noch keinen eigenen Namen. Ich weiß gar nicht, wann wir unseren eigenen erstellen können, weil man kann ja hier theoretisch immer weitermachen. Also vielleicht erst wieder, wenn die Welt sich neu startet, wenn die große Pyramide entdeckt wurde. So, der Schrein ist ja wieder zerstört. Ja. Wie gewohnt. So, wir müssen aufpassen, dass wir es wieder einigermaßen zurückschaffen. Ui, das ist ein. Wieso ist denn das ein weiter Weg? Ich dachte, wir kämen hier durch. Habe ich mich da vertan? Kann man das hier eigentlich aufdecken, die Region? Das ist natürlich ein Problem. Dann sollten wir tatsächlich vielleicht erstmal versuchen zurückzukehren. Vielleicht können wir hier diese Region aufdecken. Ich hätte ja gern noch den Schmetterling mitgenommen. Ich meine, wie viel. Wir trinken erstmal einen Whisky. Okay, es gibt noch keine Probleme damit. Die Frage ist, schaffen wir es hier, den Schmetterling noch. Komm, wir nehmen den Schmetterling noch mit. Wir machen das Ganze mal wieder riskant. Ja, aber ich glaube, hierhin zu gehen wäre recht teuer. Ich trinke nochmal einen Whisky. Ja, natürlich ist er jetzt Alkoholiker geworden. Das war ja wieder mal klar. So. Ja, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt hier erkunden kann oder ob das unzugänglich ist. Wir müssen wirklich erstmal jetzt hier wieder zurücklaufen und hoffen, dass wir hier irgendwie durchkommen.
Sonst haben wir tatsächlich ein Problem mit nur noch 3 Whisky. Immerhin haben wir wieder eine. Ha, perfekt, perfekt. Wir haben nochmal einen Schmetterling gefunden, Sergeant Oberfalter. Und hier ist noch ein Schrein. Okay, dann trinken wir erst nochmal Whisky. Loyalität hat sich von ihm verbessert. So, wir müssen eh nach Süden. Dann laufen wir einmal hier in den Wald hinein. Der Schrein ist wahrscheinlich wie immer zerstört. Ja, leider. So, wie kommen wir da jetzt hin? Müssen wir hier noch eins näher? Ja, ich glaube, hier sind wir nicht nah genug. Deswegen müssen wir nochmal einen Whisky. Obwohl, können wir das nicht riskieren? 20%, dass was geschieht. Komm, wir riskieren das. Ich will meinen Whisky behalten. So, alles ist gut gegangen. Wir haben wieder geistige Gesundheit. Sehr schön. So, wir können wenigstens hier schon mal Ruhm ernten. 20 Ruhm. Nur können wir jetzt nicht mehr groß irgendwelche Ausrüstungsgegenstände kaufen. Weil wir nicht viel haben zu verkaufen. Ne, die Munition, die können wir nicht zum Verkaufen anbieten. Ja, jetzt haben wir langsam ein Problem. Viel mehr schaffen wir nicht. Tja, mit den Seilen und einer Fackel kriegen wir noch einen Whisky. Und leider nicht mal mehr eine Konserve. Ah, da machen wir aber kein gutes Geschäft, das ist das Problem. Da machen wir kein gutes Geschäft. Nee, Wasser können wir nicht verkaufen. Extra Munition. Nee, das brauchen wir alles nicht. Vielleicht nehmen wir nochmal sowas und zahlen nochmal mit unserer besonderen Munition. Dann haben wir wenigstens nochmal ein bisschen, ja, was für geistige Gesundheit. So. Wir können aber nochmal Wasser auffüllen. Und verlassen nochmal hier das Ganze. Viel werden wir vielleicht nicht mehr erreichen hier von diesem Außenposten aus. Ne, ich würde fast sagen, also entweder nochmal hier in den Norden, das sind nochmal zwei Fragezeichen. Ja, ist halt schon weit entfernt. Gibt es hier eigentlich noch weitere Außenposten? Das sieht man wahrscheinlich nicht direkt, oder? Ob hier noch Außenposten sind. Also ich sehe hier wenigstens keinen. Hier unten ist es eben, hier gibt es auch viele Fragezeichen, aber hier ist es sehr gefährlich mit Tigern. Wir hätten hier aber theoretisch 4 Fragezeichen und einen Schmetterling. Und hier oben haben wir einen, ja, etwas unschöneren Weg. Gut, hier bräuchten wir 73 bis zu den Fragezeichen. Hier nur 41. Also das liegt hier alles schon ein bisschen näher. Und ich meine, wir haben notfalls Munition, um hier gegen diesen Tiger zu kämpfen. Ich würde sagen, wir wagen es mal und reisen nochmal Richtung Süden. Wir haben schon wieder extra Munition gewonnen. Und der Tiger ist gefährlich nahe. Was ist jetzt passiert? Das ist leider jetzt auf Englisch. I looked at Mr. Atkey. His warm eyes were observing me quietly. Okay. Jetzt ein Bug. Nee, jetzt habe ich schon Angst gehabt. Ah, wir haben dadurch geistige Gesundheit bekommen. Aber jetzt haben wir nur noch 95. Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Was ist jetzt mit ihm hier los? Ach, der hat die Hoffnung verloren, hier das Ganze zu schaffen. Unschön, dass er jetzt die Hoffnung verliert. Wir reisen erstmal weiter. Ah, die Loyalität hat sich wieder verschlechtert. Oh, neues Pack. Jagdhund-Paket. Sehr gut. Sowas ist jetzt sinnvoll. Am Anfang kann man jetzt Pakete hier sammeln, wenn man dann mit seinem eigenen Charakter loslegen möchte. So, wir erkunden hier mal. Hier können wir wieder schlafen. Wahrscheinlich wird dann da wieder. Ach nee, wir haben ja keinen Pyromanen mehr. Ich genoss es, am prasselnden Feuer zu sitzen und nutzte den ruhigen Moment, meine Erfahrungen in meinem Reisetagebuch niederzuschreiben. Ich bemerkte, wie mich Sergeant Jacob Neal neugierig beobachtete. So, dann haben wir wieder 95 geistige Gesundheit. Perfekt, dann können wir hier wieder das Ganze verlassen. Jetzt haben wir leider keine Macheten, das ist jetzt halt ein Problem. Also, dann ist jetzt höchstens noch das unser Ziel. Und dann. Oh! Ja, eine Schamanenhütte, okay.
Ja, theoretisch hätten wir jemanden, der geheilt werden müsste. Wir haben nur nichts, was wir ihm anbieten können. Was? Reisekosten? Wartet mal, Reisekosten um 100% erhöht? Wirklich? Nee, 59, das müsste noch ungefähr passen, oder? Habe ich mich vertan? Das ist doch, das ist was Negatives, oder? Munitionssammler. Ja, ich würde sagen, wir befördern sie mal und schauen, was wir als nächstes hier bekämen. Pistolenschaden plus 2, reduzierte Bewegungskosten im dichten Dschungel. Ist jetzt hier walddichter Dschungel? Ich würde sagen, wir nehmen das mal. Können wir gleich mal ausprobieren, ob das jetzt hier dichter Dschungel ist. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich hier. Das ist doch der Dschungel, oder? Das sind jetzt hier geringere Kosten. So, wir reisen jetzt hier nochmal. Hier kommt eine Hyäne gefährlich nahe. Wir trinken mal einen Whisky, dass sich die Loyalität von ihm wieder erhöht. Ja, die ist auf 3, alles gut. Wir haben eine Fackel, mit der wir jetzt hier erkunden können, die Höhle. Wir entzündeten eine Fackel und stiegen in die Dunkelheit hinab. Wir erreichten eine kleine Kammer. Wir untersuchen die Überreste. Sehr gut. Okay, Dynamit und ein bisschen Kletterausrüstung. Verstehe. Na gut. So, als nächstes werden wir da runterreißen, hoffentlich weit weg von der Hyäne. Wir haben einen weiteren Schmetterling und einen Schrein, der wahrscheinlich wieder mal, ja, schon erkundet wurde. Die Musik ist etwas interessant geworden. Und wir können ihn hier befördern. Mache ich doch mal, wenn das geht. So, wir müssen natürlich aufpassen. Wir müssen wieder nach zu unserem Lager zurückkommen. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann werden wir nochmal dieses Fragezeichen mitnehmen, die anderen hier aber nicht mehr. Und hoffentlich schaffen wir es dann wieder zurück in den Norden. Ah, Loyalität hat sich verschlechtert. Wir nehmen direkt mal einen Whisky. Oh, was haben wir hier? Wir fanden etwas wahrlich Besonderes. Vor uns lag ein geheimnisvolles, nahezu gänzlich zerstörtes Schiffswrack. Es sah aus wie ein altes Piratenschiff. Es grenzte an ein Wunder, dass es noch nicht auseinandergefallen war. Ich versuchte, den Namen zu entziffern, aber die Zeit hatte ihm seine Identität geraubt. So, wir durchsuchen das Ganze. Das dauert einen Tag und schauen. Ui, jawoll! Konserven! Das ist jetzt sehr hilfreich. Sind wir jetzt eigentlich schon überladen? Anscheinend noch nicht. Können wir schon Konserven essen? Nee, noch nicht. Dann reisen wir jetzt, würde ich sagen, mal wieder Richtung Norden, obwohl mit den Konserven. Tja, da könnten wir auch versuchen, aber hier, das ist alles schlechtes Terrain, da können wir uns nicht so gut voranbewegen. Und wir müssen halt hier wieder nach Norden, das ganze Stück hier zurück. Das ist leider nicht sehr wenig. So gerne ich hier nochmal diese Fragezeichen auch erkunden würde, dann hätten wir 80, theoretisch noch 80 hier Gesundheit. Tja, wollen wir es riskieren? Aber ich glaube mit 80, ich meine, wir brauchen ja jetzt schon fast, wir schauen mal kurz, das sehen wir jetzt leider nicht mal, wie viel wir hier brauchen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier nach Norden zu kommen. Aber am besten weg von der Hyäne. Kommen wir hier irgendwie hin? Oh, das ist halt jetzt die Gefahr. Wir reißen hier schon mal ein bisschen, dann können wir nämlich gleich Konserven verwenden. Perfekt, 39. Ja, wir müssen anscheinend hier vorbei. Dann reißen wir einmal entlang. So, für die Loyalität. Wie hoch ist die? Ja, noch 2, das ist noch in Ordnung. Erstmal alle Konserven essen. Mehr geht nicht. Und dann trinken wir nochmal den Whisky. So, jetzt schaffen wir es hier auch ohne Probleme wieder zurück. Sehr schön. Ja, leider haben wir nicht allzu viel dabei. Ein bisschen Dynamit und eine Schmetterlingssammlung. Ich würde aber auch sagen, wir sind langsam am Ende des Videos angekommen. Das ist so eine Art erstes Testvideo. Ich glaube, ich werde vielleicht etwas privat hier weiterspielen mit dieser Yerusha und noch einige Dinge finden und schaffen.
Und dann werde ich mit euch vielleicht wieder ein zweites Video machen, sobald ich einen eigenen Charakter mir erstellen kann und darf. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.